Da ist ein Spieler links hinten. Beine? Oder wie? Nee, ich aim mal in die Richtung. Bei Okay. dem da unten ist ein rotes Haus, ein ganz, ganz kleines Ja. rotes Haus und dahinter ist ein Spieler gerade. Der hat genau in unsere Richtung geguckt. Sollen wir weg? Weiß Nee, ich ist. nicht. Haben wir ab, haben wir Lass ab. mal abwarten, oder? Der läuft nach links weg, Richtung Industriegebiet. Der hat Weißt du, uns wie nicht viel. gesehen. Zwei Spieler. Okay. Ich Geht bin da mir ja nie links? sicher. Positioniere Läuft mich zum um. Industrial? Positioniere mich um. Positioniere mich um. So, jetzt hab ich's. Ja, das Deutsch ist immer ganz schwer abends, ne? Ja. Das kenne ich. So. Ich warte mal. auch. Warte mal, warte, ich muss jetzt überlegen. Warte, hä? Bin ich gerade blöd, bisschen doof? Ah, Was ein denn? Seil brauche ich, Rico, genau. Achso, lass uns mal eine Scheune kurz Nee, suchen hier. ich bin hier in der Ecke, beim Haus. Okay, warte. Wo bist du denn? Oh, Komm ohne zurück. Rucksack sieht es auch echt geil aus, mein Equip. Ja. Schreib's doch mal in den Kommentar. Achso. Leute. Was denn? Lass uns lieber Richtung Cabanino gehen. Da ist noch einer in der Stadt. Ich glaube, der hat mich gerade gesehen. Egal. Soll er kommen? Das sind sechs Leute. So, was Die haben wird. mich, ge die haben mich Was gestern brauchst du innerhalb von 10 jetzt? Sekunden ausgeraubt. Ich brauche nur ein Seil. Und So. Sticks. Echt? Ja, das brauche ich wahrscheinlich auch noch. Oder da kann ich mal schnell welche holen. Das habe ich jetzt an, ne? Ja, nice. Jetzt können die Leute auch mal gucken, wie wir uns die Sachen craften. Sticks habe ich hingelegt. Achso, jetzt ist sich natürlich. Ja, jetzt muss ich natürlich die Sachen wieder. Ihr seid in der Scheune, Braun? Nein. Nein, nein, Nee, wir das sind war immer noch nur. im grünen Da laufen Haus. zwei Spiele Richtung Airfield. Bei der Wiese, wo ich vorhin lag. Ich weiß nicht, wo du vorhin lagst, ehrlich gesagt. Hinter der braunen Scheune, also Richtung weiße Scheune, wirklich der instant Richtung weiße Scheune, T-Kreuzung so in die Richtung. Dazwischen. Okay. Oh, sehe ich cool aus jetzt. Vor mir jetzt. Ah, Müsste. ich bin hinter dir. Siehst du die? Jetzt siehst du die kaum mehr. Der Kopf ist gleich weg. Jetzt hinter den Heuballen so. Ja, In ich sehe es, ja. Zwei Spieler. Achso, das seid ihr. Ich dachte, er sagte, ja, ich sehe sie auch. Die stehen direkt am Heuball. Die können wir abfangen. Das sind zwei einzelne Spieler. Wollen wir die abfangen? Können wir machen? Haben wir ein bisschen Lass Action mal. wenigstens. Go, go, go. Aber die sind Die spät, sind. vorhin richtig langsam nachgerückt. Also, dann waren sie plötzlich alle da. Wir können es versuchen. Die sind in meine Blickrichtung jetzt quasi, laufen von rechts nach links. Also, die laufen Richtung Airfield? Ja, die Ja, laufen. die laufen jetzt auf die Hauptstraße runter. Das Aber. Ding ist halt, wir müssen warten, wir müssen so lange versteckt wie möglich bleiben, dass die uns wirklich erst dann spotten, wenn die uns auch spotten sollen. Können das nie Also, sehen halt, also, nicht, dass sie also sich nie. um. Quasi. Wenn die sich halt einmal alt umdrehen, ne? Sind Ich die bleib mal ein denn? bisschen weiter links Richtung Ach, da Erf, die sind oben. die Baumreihe hoch. Die laufen nach Cabanino hoch. Wollen wir einmal ganz links rumlaufen? Ich sehe sie Genau, da jetzt wo Nico auch. schon lang löscht. Wo bist du? Ich folge Sehe dir sie halt einfach. nicht mehr. Sehe sie ehrlich gesagt gar nicht mehr. Doch, Doch, jetzt ich sehe ich einen. schon. Der ist stehen geblieben. Die sind komplett nach Carbonino unterwegs. Ne, der stand. Da steht doch einer. Das Irgendwas Ding an ist, stehen geblieben ist, dann weitergelaufen. man weiß ja halt nie, was passiert. Das ist immer das Spannende ein bisschen an der See, ne? Und vor allem ist Und. das spannend. Achso. Ja? Ne, Nico? Ich wollte gar nichts sagen. Gut, dann wollte ich sagen, das Geile an Uncut-Folgen ist natürlich, dass man selbst bei der Folge nicht weiß, ob was passiert. Ja, eben, man Bei ist so einer voll. Gameplay. Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Ich Ja, meine, beim genau. Schnitt ist klar, yo. Jo, da geht was ab. Jo, alles Muss klar. ja. Sonst würde er das nicht hochladen, der Trottel. Ohne Witz. Der Trottel. Aber ich muss sagen, Leute, seid ihr. Ich muss sagen, die Rolle als als Verfolger gefällt mir nicht. Ich hasse diese Rolle. Die müssen sich nur einmal umdrehen. Wir können uns so sicher fühlen, wie es geht. Aber die müssen sich nur einmal umdrehen. Sehen uns. Wissen alles. Wissen direkt Bescheid. Dann Ja, gut. haben die halt die Vorteilsrolle. Die können auch Richtung Erfik gelaufen Ja, sein. dann müssen wir es halt gut anstellen, Mann. Das ist doch kein Thema. Ja, natürlich. Ja, natürlich, Alter, Ja, yo! Spring, natürlich. Char, spring, mach Seht ihr die fertig. noch? Alles klar, nee. Ist sie auch nicht Sind mehr. die vielleicht zu diesem Spotterhügel? Ja, kann das Ich will nicht sein. zu nah ans Airfield, ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen Angst Ich vor. glaube, die sind aber eher in Richtung Erfik gelaufen, deswegen. Meinst du? Oder die spotten vom anderen Spotterhügel, wo wir gerade drauflaufen, Luzi, auf den Spotterhügel. Also vom Spotterhügel auf dem Spotterhügel, oder was? Ganz genau. Der Spotter-Spotterhügel. Das ist der Airfield-Hügel. Double Spotter. Double Spotter eben. Fällt nur noch eine Sporter. Oh. Hat er gerade nicht gebracht. Leute, da ist einer, das stimmt. Der spottet wirklich drauf. Da ist einer am Zaun. Weißen Zaun. What? Wo? Lucy, vor dir, rechts. What? Toll. Durch? Fällt Hä? Die Baumreihe weiter Nee, hoch? warte mal. Scheinst du gerade hier am weißen Zaun? Nein, dann. Der hat dich gesehen, der ist hier drinnen irgendwo. Ja, Da der ist kommt da er in dem Baum. wieder. Der ist da in dem Baum. Siehst du ihn? Ich sehe ihn nicht, Alter. Der ist in dem Baum. Ich sehe ihn jetzt. Hallo? Hallo? Fuck, wo? Erfried hoch. Ja, bin ich ziemlich nah. Ich habe gerade einen gesehen, der Oh gerannt Gott, ist. was Ich machen weiß Sie aber denn, nicht, ob ihr Erfried? das wart. Was machen Sie hier?
Okay. Nee, Alter, bin ich nah am Erf, ich darf abgeschossen werden. Ist der Huge Betrugo. Sprecht ihr miteinander? Okay. Ja, die Nico gerade. Ich bin gerade hier hochgelaufen. Also bist du... Ja. Ich höre Steps, Rico, bist du da? Ja. Ich weiß es nicht. Ich sehe euch nicht mehr. Das ist ein anderer, Achtung, Nico. Das sind zwei in der Tanne jetzt. Das sind zwei, das sind die zwei. Ich bin alleine. Jo. Und wer ist der Typ hinter dir? Ja, bitte? Wer ist der Typ, der gerade an dir vorbeigelaufen ist? Ihr seid sehr, sehr nah an den Airfeed-Mount, oder? Ja. Direkt da. Der Typ, der gerade an dir vorbeigelaufen ist. Mit dem Tortilla-Backpack. Ah, okay, ich höre euch. Wow. Nee, der hat meinen Puls gecheckt und ist... Okay. Du hast gerade den Waffenbug. Kannst du vielleicht ganz kurz deine Waffe wechseln oder springen oder sowas? Der rennt einer mit rechts, der Piste, rechts, Nico. Rechts, wo denn? Ja, ich sehe. Läuft runter. Ich sehe es. Kann ich nicht beschreiben. Ja, sehe ich. Die anderen beiden sind bei euch oben. Oder ganz hinten am Horizont sind auch zwei. Oder, ja, stimmt, das sind auch zwei. Oder ganz kurz irgendwie faul oder so. Ich glaube, wir werden umlaufen. Was für ein Bug habe ich? Der Pistolentyp ist im Busch drin und spottet auf uns. Scheiß drauf. Alter, der zielt auf uns. Der hat eine Winchester. Das ist wahrscheinlich gleich ein Überfall, Leute. Macht euch bereit. Ja. Der läuft mir hinterher, der mit der OMP. Richtig. Ja, nee, ich laufe zum Erbi. Was ist meine Waffe genullt? Ich sehe es nicht. Leute, jetzt. Ihr müsst euch bereithalten. Ja, ich habe einen direkt im parallel Visier. Der läuft parallel zu mir. Ich habe einen direkt im Visier. Der weiß nicht, dass ich ihn im Visier habe. Das fühlt sich gerade mega cool an. Luzi? Ich bin das. Da liegt einer hinter dir. Ah, ne, ist Rico. Nee, oh. Das bin ich. Sorgt nicht dafür, dass der Typ mich sieht hier. Boonyhead bist du, oder was? Mit Boonyhead? Nein, ich habe keinen Boonyhead. Da spottet einer, der ist ganz im Busch. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, auf den aim ich doch die ganze Zeit. Der eine kommt zurück. Was ist denn hier los, ey? Hallo? Was willst du machen? Ist das schon nah genug, um einen endlich abzuschießen hier gerade an der Airfield-Mauer? Nee, wa? Nein, es ist... Nee, man muss schon drin sein wahrscheinlich. Oder an der Mauer halt. Die Maske absetzen, die flackert sonst. Haben wir ab. Das sind die Legions, die sind zu sechs. Die verarschen uns, die werden gleich versuchen uns auszurauen. Wollen wir nach... Oder? Oh, fuck. Wir werden umrannt von zwei weiteren Spielern. Ja, haben wir ab. Wo lang? Richtung Cabanino. Links rum. Der hat mich gesehen, der guckt so krass auf mich. Nicht. Rico, kommst du mit? Die anderen laufen parallel. Nee, ich lieg gerade ziemlich angenehm. Wir hätten die ausrauben sollen. Direkt, instant. Aber nein. Ich glaube, das erklärt, dass wir es nicht getan haben. Weil ich habe den echt. Ich lieg hier immer noch, ne? Ich bin jetzt nicht weg, weil ich. Ja, okay. Ich kann nicht springen. Oh Gott. Alter Rico, du bist aber sehr risky und heute unterwegs, ne? Ja. Wie gesagt, einer war parallel zu uns. Hier rechts ist so Richtung Hill. Bei umrennen mich, wo seid ihr denn jetzt? Richtung Cabanino. Cabanino, das sind zu viele. Über die Wiese, Rico. Dann versucht zurück Richtung T-Kreuzung ein bisschen zu laufen. Ja? Wenn wir jetzt nach rechts laufen, werden wir abgefangen. Lass uns erstmal nach Cabanino und dann von Cabanino zurück zur T-Kreuzung. Der Parallel kommt näher. Alter, die beiden. Oh, lauf weiter. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Der kommt jetzt zu mir. Lass ihn nicht in unsere Nähe kommen, dass er Überfall schreien kann. Der duckt sich. Oh Gott, das sieht. Ich glaube, ich laufe gerade voll in den Hinterhalt rein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt losrennen soll. Ich glaube auch. Ich bin gerade im Hinterhalt. Wir laufen gerade voll in den Hinterhalt rein, Luzi. Wir müssen weiter Richtung Airfield. Wir müssen jetzt was tun. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir müssen jetzt übers Airfield auf die andere Seite. Wir kommen nicht anders weg, ohne Witz. Wortest du gerade? Ich? Die haben mich voll so übersehen. Die sind voll an mir vorbeigerannt. Luzi, wir müssen ans Airfield. Ernsthaft? Geh da weg aus deinem Busch. Ich glaube, wir haben keine andere Chance. Das sieht so aus. Und der andere, der Sniper. Aus dem Gebüsch, der ist mit immer... Ach nee, der ist immer noch da. Ich dachte, der ist aufgerückt. Scheiße. Der hat mich so versucht, Brennst du gerade, Rico? Nein, ich lauf gar nicht. Ich liege. Ballert? Bei dir, bei der Tanne, rennt einer rum, ne, Rico? Was? Oder bist du in der Tanne überhaupt? Das bin ich. Ich bin jetzt vor dir. Nein, ich bin hinter mir, Mann. Hinter mir. Bist du in der Tanne, Rico? Ich liege in einer Tanne und spotte auf einen Scharfschützen. Okay. Und dieser Scharfschütze gehört zu zwei anderen Spielern, die gerade ein Meter an mir vorbeigerannt sind und mich nicht gesehen haben. Die sind ganz kurz zu sechs. Nochmal ganz kurz. Wir haben alle sechs vorhin gespottet. Das sind die Legion-Typen. Der Scharfschütze läuft jetzt weiter und schließt auf zu seinen Mates. Ja, ich glaube, die verfolgen uns, Nico. Fuck, was machen wir? Wir können uns natürlich in der Tanne hier verstecken und so. Nee, wir müssen rennen. Wir müssen wirklich rennen. Ich glaube, das ist die Flucht. Ist das einfach die Flucht. Wir haben keine andere Wahl. Oh Mann, ey, fuck. Ich wollte gar nicht so brutale Action haben heute. Dach ist, glaube ich, die auch. Wir haben den Vorteil, dass wir wissen, dass eigentlich alle hinter uns waren. Aber die natürlich jetzt, wenn, höchstens parallel zu uns sind. Wenn wir jetzt aber durch die ganzen scheiß Wälder rennen. Ich dachte, das wäre jetzt ein so gemütlicher Abend-Uncut, weißt du? Ja, der Scharfschütze rennt weg.
Wo du ein bisschen über Gott und die Welt erzählst, aber nein! Nein, die beiden Typen, die sehen das nicht! Okay. Wir können jetzt natürlich so böse sein, dass Rico einen Überfall ausraubt, wenn wir uns positionieren und dann auf alles und jeden schießen. Ich wurde gespottet, ich renne gerade Richtung Cavanino. Okay, bitte, ja, mach schnell bitte. Oh fuck, Rico, Mann. Die werden jetzt von uns ablassen wahrscheinlich, wir müssen umdrehen. Ich glaube, die werden von uns ablassen. Die haben von euch abgelassen, die sind alle mal umgedreht, sind an mir vorbeigerannt und der letzte aus der Schützenreihe hat mich entdeckt. Jetzt laufe ich dem anderen Typen noch entgegen. Scheiße. Da, wie die mich... Ich hoffe, die überfallen dich jetzt nicht. Lützi, bist du noch bei mir? Nee, ich renn zurück. Ich wollte über den Bogen zurückrennen. Nicht, dass wir jetzt direkt den gleichen Weg wieder am Ei auf den Zaun zurückrennen, sondern vielleicht über den Hill. Ich bin jetzt bei dieser kleinen Taverne. Ich habe keinen Akku mehr im Handy. Ach, Handy ist egal, Mann. Solange noch Akku am PC ist, alle. Ja. Kontextgebundene Gespräche hier erstmal. Ja. Drin Akku leer. Oh Gott, sorry, du musst das ja hochladen. Fuck. Aber wie die mich erst nicht gesehen haben und dann sieht mich der Letzte. Oh, weil ich so offen dann stand, weil ich dachte, die sind alle vorbei. Wo bist du denn jetzt? Können wir uns bitte treffen? Ich laufe gerade Richtung Cabanino. Ich auch. Ich sehe Rico halt nicht, ne? Ja, ich bin ganz zufrieden gelaufen. Ich war ja defensiv. Jetzt wissen mich alle drei nicht, wo einander ist. Das ist scheiße. Ja. Wir treffen uns Cabanino jetzt. Alles klar, dann treffen wir uns wieder Cabanino. Alter. Außer stehendes grünes Haus. Das hin und her, ne? Ja. Und her und hin. Das her und hin und Hund und her. Ja. Über drunter. Ist hier die Kapelle von Cabanino? Kapelle. Außenstehenden grünen Haus. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich bin bei der Taverne dann dementsprechend. Ja, ich bin ein bisschen weiter hinter mir. Jo. Boah, dass wir da noch lebend rauskamen. Puh. War ein bisschen überrascht, dass mich die Typen auch so völlig ignoriert haben jetzt. Ich glaube, die haben schon gesehen, dass du das bist. Ich bin auch immer... Nee, ich habe ja Maske und... Da läuft einer. Nee, das ist Rico. QI? Hier, guck mal, QI. Nee, ich glaube, du hast eine Maske auf. Deine weiße Maske sieht man gerade. Achso. Deswegen. Du bist parallel zum grünen Haus. Ja. Wo soll ich hin? Grünes Haus gehe ich jetzt. Ja. Da, ich bin... Das ist ein Spieler. Nee, doch nicht sein Kreuz. Ein Grab. Oh, Nico, Mann. Da freut man sich, ja? Kurz die Hoffnung mit. Oh, die Typen, die sind mega auf Stress aus. Die wollten euch 100% überfallen und haben euch nur in den Augen verloren. Die haben mich ja schon mal überfallen und das vorgestern. Boah, hätten die euch mal schon auf der Wiese hochgenommen, da hätte ich hätte den Scharfschützen instant ausschalten können. Aber es waren 6 und wir haben nur 3 gesehen. Das hat so ein rotes Mundtuch gehabt, ne? Ja, du hast eine. Rico, ne? Bin Mauer. Was hab ich? Der Scharfschütze hat so ein rotes Tuch gehabt, ne? Nee, ich glaube, der lag in der Tanne, der Scharfschütze. Ich weiß, es war doch ein rotes Tuch, oder? Der war komplett TTSKO und hatte ein Improvised Backpack. Nein, der hatte ein Tortilla-Backpack, war nicht komplett TTSKO und hatte einen Winchester mit Hunting Scope. Dann habe ich einen anderen Sniper gesehen, der war direkt an mir. Der war direkt da, wo Lucy und ich standen, durchgehen. Okay. Der hieß irgendwas Legion Exa oder sowas. Keine Ahnung. Legion! Ich bin jetzt am außenstehenden grünen Haus. Die sind echt Banditen. Also so richtig unfriendly und unterwegs. Schade, dass die Kopfbedeckungen so durch die Maske glitscht. Ja, das ist gut. Ist echt aber, schade. Aber ich sehe dich halt dadurch. Also da sieht man direkt, okay, das bist du. Nicht schießen. Nicht ins Bein schießen. Hier ist ungefähr der Baum. So, was ist jetzt? Das ist ja Uncut, ne? Ja. Richtig. Was macht man denn bei Uncut, wenn man aufs Klo muss? Einen Topf hinstellen, oder wie? Ja, quasi. Also, was willst du hier? Kannst ja gehen, muss ja. Nein, Alter, wird durchgezogen hier, Alter. Ich meine, für Uncut war es halt schon ziemlich viel Action. Keiner weiß, was passiert, weil es halt Uncut ist. Lol. Also, ist Rico. Ach, seit dem grünen Haus, ja? Ja. Weil ich meine, keiner weiß, was passiert. So, die Flucht. Sterben wir jetzt, überleben wir. Schieß! Also ich muss sagen, ohne selbst das eigene Video aufwerten zu wollen, aber ich persönlich würde Daisy wahrscheinlich, wenn ich es irgendwo schauen würde, ich schaue ja kein Daisy woanders, aber. Würde ich es machen, würde ich wahrscheinlich auch Uncut gucken, eher. Aber das ist einfach viel geiler, weißt du? Wenn 5-6 Folgen halt nichts passiert, weil halt nichts passiert und auf einmal geht übelst die Action ab. Ja, wie gesagt, ne? Falls jemand bis hier hinguckt überhaupt, schreibt's mal in die Kommentare. Ja, ich hab bis hier. Ob das zukünftig vielleicht ein bisschen auch so nebenbei natürlich, noch wollt, ja. Weißt du? Nebenbei genau, ein bisschen. Würde ich einfach so nebenbei. Dass man das vielleicht so kennzeichnet mit einer Playlist. Oder so. Ist ein Mosin? Ich würde die einfach so Uncut Folge 1. Bumm, ganz einfach. Nächste, wenn sie bei Uncut Folge 2. Die siehst du in der Lone Uncut Folge 1 oder wie? Ja, so würde ich das einfach, damit man das auf dem Kanal, dass das ganz klar. Aber dann schon noch ist. Inhaltlich Sniper Squad, Verfolgung, Pipapo oder was? Doch.
Ja gut, wenn ich jetzt da mal eine Stunde hochlade, ob ich das jetzt wirklich auf eine begegne und dann die Folge direkt so auspreise. Hier steht ein Typ vor mir mit dem roten Arm. Hallo? Ortsausgang Richtung Starry. Hallo, mein Freund. Hallo, hallo. Hi. Na, alles super? Den meinte ich gar nicht, mit noch einem ganz anderen. Mr. Frost, ja. Guten Abend, Mr. Frost. Wie kann ich Ihnen helfen? Mit einer Kerze vielleicht? Oder mit einem Feuer? Hier ist Eschi. Yeah, with a fire. Hier ist Eschi. With a fire, okay, my friend. You are Mr. Froster, I think. Follow me. I just. Okay. Lol. Guten Abend, ich bring Mr. Frosty mit. Wir haben hier Eschi, zack, komm hoch, überfallen den. Rico! Wo ist der Ausgang Richtung Starry? Hallo, Rico. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Ja, natürlich, Frost hat nichts und er hat eine AKM, das ist unser AKM. Okay. Was macht ihr denn hier so schön? Warte mal. Ist hier noch? Warte mal. Los. Nee, warte, ich werde das Scope noch abziehen. Ich muss wenigstens, noch meine Waffe weg, ne? Los, bereit? Was denn? Was muss ich machen? Bereit? Stopp, was muss ich denn machen? Ich überfalle ihn. Ihr müsst dafür sorgen, dass die beiden keine Scheiße bauen. Alter, ja? Warte, der bewegt sich doch. Ich kann jetzt einen Headshot drücken. So. Aber Frost ist doch voll nett. What's your plan now? Ja, Leute. Sprichst du Deutsch? Ja, ne? Leute, Plüschpüppel ist ja auch noch. Wir müssen jetzt schnell machen. Ja, dann go. Ja, ich bin bereit. No, so, Eschi, runter mit deiner Waffe, das ist ein Überfall. Runter damit. Ist der Hund, der hat nichts mehr. Ist down. Nice. Oh, ich werd beschossen. Nein, sind doch mehr. Jo, wahrscheinlich. Hint, ich kann nicht schießen. Ich hab Zinamec drinnen. Wie der andere rumgeschrien hat. ist der andere tot? Eschi ist tot. Oh shit. Ich werd beschossen vom Hill. Vom Hill. Oh nein, rum. Die haben die ganze Zeit uns beobachtet, wa? Ja, natürlich. No, don't shoot me. Ist Eschi tot? Eschi ist tot, ja. Wer ist das denn hier? Ist das Nico? Ich bin das. Hunting Backpack. Straße. Nein, das bin ich nicht. Scheiße. Oh, ich muss reloaden. Panik. Oh mein Gott. Ich bin down. Okay. Nice. Gut. Oh, der Uncut-Folge endet beim Tod. Ich leb noch, Alter. Bist du auch tot? Ja. Oh ah, scheiße. Jetzt bin ich auch tot, ja. Alles klar. Egal. Ich war so, das hab ich in der Einleiten gemerkt, ich war so dumm. Ja. Dass ich vor ihm stand, während ich den Überfall einleite. Normalerweise stellt man sich ja seitlich oder hinter denjenigen hin. Ich war so dumm. Also ich war nicht dumm, das war das Spiel. Ich habe einen 10er-Mac drinnen, ich schieße, klick. Ich hab von hinten beschossen, ich sehe zwei hinter mir, klick. Und ich mach den größten Fehler, den man machen kann. Ich stelle mich vor den Typen und leite den Überfall ein. Da braucht der nur noch abdrücken. Krass, der hat voll schnell reagiert. Ja, ohne Spaß. Der hat bei mir, während der hat die Waffe noch nicht mal ganz oben gehabt, hat er mich abgeknallt. Ich hab noch richtig drauf geachtet, sobald er die Waffe hebt, dass ich drauf schätze. Ich hab gerade noch versucht, Lucy seinen Arsch zu retten, weil der stand, glaube ich, vor dem grünen Haus, vor diesem kleinen grünen Haus stand der, glaube ich. Mhm. Und ich hab geschossen auf den, 3 Schüsse, 4 Schüsse, der lebt. Alle 4 waren drin, der lebt. Kann sogar noch seine Waffe wechseln und nicht killen. Das Game, ey, das macht immer mehr Laune. Ich hätte campen sollen. Ich bin jetzt rausgewascht aus dem Haus und bin dann gestorben, leider. Wo bin ich denn jetzt, ey? Und ich hab's richtig verkackt, weil ich vor dem stand. Oh Leute, ich kann looten. Nee, kann ich nicht. Aber ich muss sagen, hätte der das nicht sich abgeknallt, dann wären es die anderen da. Ich will gar nicht wissen, wie viel drumherum standen gerade. Guck mal, ich kann mir alles im Inventar gucken. Ich glaube, der müsste aber auch umgefallen sein, der Typ. Also ganz ehrlich, 4 Schüsse. Ich verstehe dieses Game nicht. Du kannst echt mit einer Trumpet spielen, das ist egal. Manchmal macht eine andere Waffe genauso wenig Schaden. Krass. Ich kann mir alles im Inventar noch angucken. Also ich muss sagen, ich habe meiner Scorpion auch ordentlich in den reingeschossen. Da stand der direkt vor mir. Ich habe einen Giannis gewonnen, ich laufe nicht hoch. Naja. Tschüss, Inventar. War schön mit dir. Ich würde sagen, ich hoffe. Für mich war es, glaube ich, erstmal das letzte Mal Rasselbande. Ich hoffe, es kommt bald ein Experimental-Update. Ich wollte jetzt nochmal Loot verballern. Ah. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich habe einen Balota-Spawn. Das ist ja echt Premium. Das ist mega nice. Ja, dann würde ich sagen, Wir hätten es früher einleiten sollen, glaube ich. Beenden wir das jetzt heute, oder wie? Ich glaube, davon war es nicht abhängig. Ja, für die Uncut-Folge auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, Abmoderation ist natürlich auch am Start, ja? Ja. Schon? Natürlich. Ja. Möchtest du das machen? Nee, oder? Du möchtest. Ich glaube, Nico hat Bock. Obwohl... Wo wurde ich jetzt lang? Bin ich jetzt durch oder was? Ja, ein bisschen. Ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ne? Falls ihr mehr Stuff wollt, uncut, Mann. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Richtig. Danke fürs Das ist so lächerlich. Zuschauer und schöne Grüße gehen raus an alle. Also, bye sein!
Ja, auf jeden Fall Feedback wirklich sehr, sehr wichtig. Würde mich wirklich auch mal interessieren, ob das so oder ob ihr jetzt wirklich sagt, oh nee, komm, so einen Scheiß brauchst du gar nicht ankommen. Oh nee, komm, eine Sekunde gucken und weg ist er. Daran ist er 2.0 am Start. Wirklich? Musst du nebenbei vielleicht als kleine Häppchen, bevor 2 Wochen gar kein Video kommt, dann lieber mal 2, 3 Uncut-Folgen, die dafür natürlich dementsprechend lang sind. Ganz genau. Jo, bis dann. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein. So, liebe Leute, das war auch der letzte Teil des Uncut-Abends, sag ich mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen und jetzt nochmal, ne, schreibt nochmal in die Kommentare, ob ihr mehr Uncut wollt, neben den geschnittenen Daisy-Videos, damit ihr dann auch im Endeffekt mehr Daisy bekommt. Falls man Leerlauf ist oder so, dann hat man auch nicht umsonst aufgenommen, so, weißt du? Und ja, würde mich über eine Bewertung freuen und schaut bei den Jungs vorbei, unten in der Video, Beschreibung verlinkt und auf der Endcard ist die letzte Folge, beziehungsweise die erste Folge des Uncut-Abends verlinkt. So, ich sag tschüss, haut rein, Leute, euer Luzimann.